Als Torwart haben wir eine große Verantwortung, weil es kann sein, dass wir 89 Minuten keinen einzigen Ball aufs Tor bekommen und dann kommt in der 90. der Stürmer läuft alleine aufs Tor und wir müssen voll da sein, voll wach sein und es 1 gegen 1 verteidigen. Servus zusammen, heute gibt es zum zweiten Mal Tipps für Torhüter und Torhüterinnen. Tipp Nummer 1 zum Thema Spielaufbau. Heutzutage ist ein mitspielender Torwart einfach sehr, sehr wichtig. Gerade wenn wir sicher hinten rausspielen wollen, zum Beispiel nach einem Abstoß, können wir als Torwart, indem wir mitspielen, eine 3 gegen 2 Situation bilden, um so die erste Linie des Gegners zu überspielen. Entweder indem wir einen Innenverteidiger freispielen oder indem wir einen Mittelfeldspieler finden. Außerdem sind wir als Torwart, wenn wir mitspielen können, ein guter Rückhalt für unsere Innenverteidiger beispielsweise, wenn sie Druck von einem Stürmer bekommen. Der Innenverteidiger kann also, wenn er Druck bekommt, abdrehen, über uns als Torwart spielen und dadurch bieten wir dem Innenverteidiger wie so eine Art Reset-Knopf, dass wir den Spielaufbau nochmal neu anfangen können oder wenn wir das Spiel schnell machen wollen, können wir auch direkt mit dem ersten, zweiten Kontakt auf den anderen Innenverteidiger spielen und er hat dann vielleicht mehr Räume, die er bespielen kann. Wenn wir als Torwart mitspielen wollen, ist mir ganz wichtig, dass ihr mutig seid. Also traut euch das zu. Wenn wir jetzt gerade zu Hause sind, können wir ja unsere Ball-An- und Mitnahme verbessern. Außerdem unser Passspiel und dann, wenn es wieder ins Training geht, können wir mutig mit unseren Mitspielern mitspielen und dann können wir unserem Team unglaublich weiterhelfen. Punkt Nummer 2 ist das Pässe antizipieren. Hierbei ist wichtig, dass wenn wir in Ballbesitz sind, dass wir als Torwart nicht auf unserer Linie kleben, sondern dass wir etwas Höhe gewinnen. Warum das Ganze? Wenn unsere Mitspieler den Ball verlieren, und der Gegner zum Beispiel das Spiel schnell machen will mit einem langen Ball über unsere Abwehrkette, dann können wir als Torwart, wenn wir richtig positioniert sind, in manchen Fällen den Ball ablaufen. Und somit verhindern wir natürlich diese 1 gegen 1 Situation, in der der Stürmer viel Platz hat und deshalb häufig den Vorteil hat. Wichtig ist hierbei jedoch, dass wir ein gutes Gleichgewicht finden. Wenn wir zu weit rausschieben, dann ist natürlich klar, dass der Gegner sogar vielleicht von der Mittellinie aus einen hohen Ball über uns drüber schlagen kann, direkt ins Tor und wir nicht mehr hinterherkommen. Hat man in der Geschichte des Fußballs natürlich auch schon ein paar Mal gesehen. Als letzten Tipp habe ich euch Tipp 3, und zwar das Coaching. Als Torwart haben wir das ganze Spielfeld vor uns. Diese Tatsache können wir nutzen, um unseren Mitspielern weiterzuhelfen. Wir sehen vielleicht Dinge, die unsere Mitspieler jetzt gerade nicht sehen. Kommandos wie Schieß oder Pass helfen wahrscheinlich etwas weniger als Kommandos wie Hintermann oder Zeit. Und natürlich ein Punkt, der auch etwas von eurer Persönlichkeit abhängt. Und zwar könnt ihr euer Team immer pushen oder probieren, wenn ein Spieler zum Beispiel einen Fehler macht, dass ihr ihn dann aufbaut. Das waren meine Tipps für Torhüter und Torhüterinnen. Leider war ich selbst nie Torwart, deshalb glaube ich, dass ihr die größeren Experten seid. Deshalb würde ich mich echt freuen, wenn ihr eure Tipps für andere Torhüter und Torhüterinnen in die Kommentare schreibt. So kann wieder der eine vom anderen lernen. Ich freue mich drauf, eure Tipps zu lesen und dadurch selbst dazu zu lernen. Wir hören voneinander. Bis dann.